Der neue Jeep Compass in 60 Sekunden. Im Sommer 2009 ist der Compass aus den Preislisten von Jeep verschwunden. Pünktlich zum 70. Geburtstag kommt ein völlig neues Kompakt-SUV unter dem Namen Compass zurück. Optisch ist der Compass ein Hingucker. Dass der Grand Cherokee sein großer Bruder ist, verleugnet das Design nicht. Der Innenraum überzeugt mit guter Verarbeitung und Materialauswahl. Hinzu kommen kleinere Gimmicks wie beleuchtete Cupholder oder frei nach dem Motto Nomen est Omen ein digitaler Kompass. Jeep bietet für den Compass 4 Motoren zur Auswahl an. 2 Benziner mit 156 und 170 PS. Für den deutschen Markt haben die Amerikaner auf einen Mercedes-Diesel zurückgegriffen. Dieser leistet 163 PS, es gibt ihn aber auch mit 136 Pferdestärken. Die Einstiegsversion ist auch mit Frontantrieb erhältlich. So soll der Jeep Compass auch preislich gegen die Konkurrenz aus VW Tiguan oder SsangYong Corando punkten können.